Das ist eine Gemüsezwiebel. Wenn sich jemand traut, diese Challenge anzunehmen, wird es 260 Gramm schwere Zwiebel sein. Irgendwas zwischen 260 und 270 Gramm, die schon geschält so viel wiegt. Also sie war schon geschält. Wasser ist erlaubt, sonst nicht. Und die muss gegessen werden wie ein Apfel. Nicht geschnitten, keine Stücke, keine kleinen Zwiebelstückchen, sondern die muss als Ganzes gegessen werden. Schokosoße. Ich wollte ein geiles Gesicht drauf malen, aber das war irgendwie nicht so klug. Das wird gut, das wird gut. Der Rekord liegt fast bei 13,37. Mal schauen, ob ich es schaffen kann und ob ich es sogar schneller schaffen kann. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlimm aus, ne? Wie so ein Apfel. Ich mag Zwiebel, ich esse voll gern auch mal roh und ich hoffe, nach dem Video mag ich sie immer noch gerne. Riecht nach Burger. Ich habe dezent Angst, aber nur die harten Gurkengarten. Jetzt fange ich einfach mal an. Ist okay. Noch. Beißt sich wie ein Apfel. Bisschen scharf. Jetzt steigt sie in die Nase. Jetzt steigt es doll in die Nase. Eine Minute schon. Okay, es geht in den Rachen. Es geht in den Rachen und die Nase so hoch. Oh mein Gott. Oh! Oh! Was ist das? Drin schmeckt es nach Wasser. Jetzt heul ich. So groß. Oh. Lecker gebratene Zwiebeln. Lecker. Mama, warum mache ich das? Sieht so voll in die Backe rein. Au! Und es brennt und ist scharf. Langsam wird es richtig ekelhaft. Ich weiß nicht, ob der Trick ist, einfach weiter zu fressen. Ich glaube, langsam machen es nicht gut. 4 Minuten.
Das Ding ist, so viel Zwiebel und dann noch Wasser dazu, ist richtig ekelhaft im Magen. Und langsam wird mir auch echt übel. Aber man muss Wasser trinken, weil es so brennt. Oh Gott. Lecker. Oh mein Gott, es brennt. Es brennt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Leute, ich glaube, ich muss abbrechen. Es ist so heftig. Oh mein Gott. Es zieht sich so überall entlang die Nase hoch. Am Gaumen und der Rachen nach hinten, gepaart mit so einem richtigen Übelkeitsgefühl. Boah. Ich müsste jetzt echt eine Pause machen, um da weiter essen zu können. Und das zählt aber nicht für die Challenge. Deshalb würde ich sagen, fail. Ich habe gefailt. Ich schaffe es auf jeden Fall nicht. Das ist so heavy. Ungefähr die Hälfte geschafft. In 7, 8, 9, whatever Minuten. Boah. Es ist wirklich heftig, Leute. Oh. Boah, ich habe mir das Frühstück irgendwie geiler vorgestellt. Ja, Leute, wenn ihr denkt, ihr könnt es machen, ich fordere euch alle heraus. Macht gerne einen Videobeweis, ob ihr das schafft. Ich kann es nicht empfehlen, aber Props gehen raus an Simon, der das einfach durchgezogen hat. Eiskalt. No way. Es war keine Zwiebel mehr. Und ich habe extra eine vegane Zwiebel genommen. Ich glaube, meine damalige Knoblauch-Challenge lief weitaus besser. Könnt ihr euch aber geben, wenn ihr Bock habt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.